So, weil hier auf dem rechten sieht man, das hakt ja zwischendurch. Das sollte jetzt nicht mehr passieren, weil das vorher da reinsortiert wird. Wenn es sich überhaupt noch reinsortieren lässt. Nö, tut es gar nicht. Das Fließband lässt das gar nicht zu. Für das Fließband ist das hier schon voll. Warte mal. Ah, okay, so geht das. So kann man das quasi reinquetschen noch. Also jetzt ist es noch kompakter, wenn es ankommt. Gut. Sludge ist ein Problem, weil wahrscheinlich zu viele Steine da sind. Nö. Okay, Speedmodul. Irgendeiner von euch nicht am Einsammeln? Warte mal ganz kurz, wenn wir die Steine hier wieder rauslegen, dann blockieren wir doch... Nee, das klappt, okay. Nö, haben alle noch Platz? Helf mal ganz kurz. Was? Helf mal ganz kurz mit deinem Inventar kurz aus. Oh Gott! Ich habe nichts gesagt. Und tu mal alles in die große Kiste, wollte ich sagen. Die große Kiste ist voll. Oh, und hier staut sich... das Knödelzeug. Warum? Was? Achso. Ist vom Wald verschluckt worden. Was? Achso. Ja, die Bäume. Ich hasse euch Bäume. Ich glaube, ich vernichte jetzt alle Bäume und lasse meinen Smog einfach frei walten. So, kommt ihr jetzt durch? Ja. Gut. Nein, da unten wieder nicht. Freiheit für die Knödel. Ja, Freiheit für die Knödel. Gib mal aus allen doofen Kisten alle Knödel, damit wir mehr Platz haben für Stein. Und ich schmeiß es dann oben gleich rein. Achso, ich schmeiß es einfach hier rein. So. Hier blockieren die Bäume aber nichts, ne? Nee. Oh, da ist wieder eine Ecke. Aha, das lustige Eckenspiel. Ha, ha, ha. So, Munition wollte ich auch noch herstellen. Zack, zack. Du. Oder bist du schon eine schnelle Ecke? Nee, bist du nicht. So. Und so. Und hier sind viel zu viele Ecken. Sludge geht raus. Du arbeitest schon ganz schnell. Die arbeiten alle schon ganz schnell. Aber die haben gar keine Pumpen, sehe ich gerade. Ja, das ist nicht schön. Bau bitte Pumpen. Fünferpumpen. Ja, bau mal. Schön bunt alles da. Genau, du hast eine Viererpumpe, du müsstest durchgehend leer sein, bist du aber gar nicht. MK3-Rohr, MK3-Rohr. Sludge wird nach da gepumpt. Die Rohre werden immer voller. Ich hol mal Speedmodule. Oder schmeiß den Speedmodul-Produzenten-Dingens da wieder an. Was auch immer der Fall ist. Ja, ist aus, okay. Zeug, Zeug, Dankeschön. Bitte mach dich an, dich an. Du warst für Medium-Beiter. Du hättest gerne Medium-Beiter. Aber die Kisten mit den Leichenteilen werden nicht hier im Einzugsgebiet sein. Ja. Und es sind langsam ganz schön viele Roboter, sehe ich gerade. Skynet. Es sind 183 Roboter. Sollte Skynet ausschalten, ne? Ja, mach mal Skynet aus. Also wenn wir irgendwann wieder mal eine Situation haben, wo da steht 0 von X zur Verfügung, dann können wir es gerne wieder anmachen. Aber bis dahin machen wir mal hier aus. So.
Achso, genau. Und so durch unsere Eisenaktionen sieht das Fass jetzt besser aus? Nö. Okay. Dann werde ich jetzt einfach... Haben wir noch ein Blastfurnace zufällig im Inventar? Ja. Ist auch immer wieder irritierend. Können das auch ohne Pumpen machen, oder? Also ich könnte ihn so hinhauen und das Eisen dann rechts rauspumpen und nach oben irgendwie. Ja. Genau so, du brauchst jetzt eigentlich nur von unten Lava. Und zwar hier. So, das musst du einmal drehen. So. Dann kriegst du hier Lava. Dann nimmst du dir von oben mit schnellen Ärmchen, um zu kompensieren, das raus. Und das Eisen spuckst du da aus. Du wirst noch eine Pumpe dazwischen setzen können. Wirfst es nach da oben. Und haust es hier. Falsche Taste. Da rein. So. Genau, das sollte jetzt helfen. Und eigentlich dürfte jetzt gar nichts mehr an Eisen da ankommen. Deswegen müssen wir jetzt umschwenken auf schneller. Und das wird jetzt richtig teuer. Was Eisen angeht, wodurch wir das Problem eigentlich nur noch verstärken. Okay. Ja, vor allem da bringt es gar nichts, aber gut. Bau bitte 20 Stück davon und gib mir mehr Eisen. So, dann brauchen wir noch eine Zentrifuge, die hier eigentlich arbeiten müsste, wo wir gerade das Ding gebaut haben. Ja, das ist jetzt ungeschickt. Das heißt, wir schicken dich hier hoch, dich nach da rüber, nach da und dann machen wir das Wuselige hier. So. Sind schon ein paar fertig? Ja. Bau bitte ab hier alles schneller. Alles schneller. Noch mehr schneller. Zentrifuge, komm mit dich hin. Bekommt irgendwo von unten Wasser. Das müssen wir ändern. Du bekommst von da Wasser. So und dann darüber. So, du machst bitte sauberes Eisen. Wasser von da, du daran. Was war das? Wo kommen die ganzen Hunde her? Wir haben den Hundestall vor 4 Folgen abgerissen. Müssten nicht inzwischen alle weg sein? So, du... Fließband. So. Ärmchen. Normale blaue Ärmchen sind das da. So. Und dann... sagen wir mal halbe. Und... ganze. So, Sludge-Abtransport. Ist ja nicht so, als wenn wir schon genug von dem Zeug hätten. Dahin. Darunter. Und dann da irgendwie ranschalten, ne? Ja, haben wir schon so vorbereitet für später. Warum ist da Wasser drin? Achso, sieht nur so aus, okay. Da lang, da lang. So. Arbeitet noch nicht super schnell, hat aber auch noch keine Pumpe, das ist okay. Eine 5er Pumpe würde ich da auch ungern ranhauen. Die 5er Pumpe war gedacht für hier, für die Hauptakteure quasi. So. Ja, mehr rote Fließbänder. Wo stockt es? Hier stockt es.
Dum, 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 dum. Genau da rutscht es jetzt durch, rutscht durch. Hunde? Mauern? Wie jetzt? 5 Mauern werden beschädigt, eine Mauer wurde schon zerstört. Das schreit nach Eskalation. Aber sollte gleich ersetzt werden. Ich denke, wir werden bald auf Sandmauern umstellen müssen. Nein. So. So, alles aufsammeln. Also es sieht schon mal schneller aus. Alle haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ihr Zeug jetzt rauszulegen. Ja, Sludge ist jetzt ein Problem, weil die Tanks werden voll sein. Nein. Warum hast du denn ein Problem, wenn die Tanks nicht voll sind? Irgendwo hier wird sich das stauen. Genau, MK1-Pumpe, das geht gar nicht. Da, bau super tolle Pumpen. Ich habe gerade wieder Piu Piu gehört, aber aus der Richtung. Ja, hier wurde geschossen. Ungewöhnlich. Aber ja, wir sind ja schon fast weltumspannt in unserem Smog. Das ist verständlich. Und Military 6 ist immer noch nicht durch. Wir brauchten 7 für die Lasergewehre, ne? Glaub schon. Strom ist okay. Befütter mich. Ja, jupp. Sehr gut. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Achso, ich wollte gucken, ob hier bei den Science Packs alles okay ist. Weil hellblau schaut wieder nicht so schön aus. Woran hapert es denn? An Stahl. Weil hier hinten kein Eisen ankommt. Das kommt kein Eisen an, weil das Eisen vorher schon für andere Sachen verbraucht wird. Ja. Es kommt wenig da an, wird gesplittet, kommt noch weniger weiter, wird gesplittet, kommt noch weniger weiter. Das kann ich kurzfristig auflösen, aber... Ja komm, mach mal hier lieber Produktivitätsmodul rein. Du wirst wahrscheinlich nie wieder arbeiten, aber trotzdem kriegst du die schon mal. Kupferdraht brauchen wir hier gar nicht mehr. Einer der letzten Hunde ist hoffentlich tot. Oh, Eisen ist alle. Hier staut sich das viel zu doll. Braucht noch einen Splitter. Mehr Splitter. Lalala. Nein. So, und dann brauche ich eigentlich noch ein, zwei schnelle Fließbänder hier, damit wir dieses Schummelding machen können. Genau, damit das Messer reingeschoben wird. So. Hund zerstört, gut. Also, viel kompakter bekomme ich das nicht hin. Außer mit durchgehend roten Bändern. ja. Das heißt, haben wir jetzt endlich Überschuss an Eisen? Hält sich in Grenzen. Warum? Ich habe einen ganzen, komplett neuen Blastfern. Achso, es kommt nicht genug Eisen an. Wegen der Pumpe. Okay, ich habe mich ablenken lassen. Bau da die Pumpe hin. Da ist noch eine Einerpumpe. Bau da die Pumpe hin. So, wird jetzt alles abtransportiert? Fast instant leer. Fast instant leer. Fast instant leer. Fast instant leer. Okay. Ja, es hat echt nur daran gehapert, dass hier eine schlechte Pumpe dazwischen lag. Das war der ganze Trick. Ich hätte gern einen großen Tank, den ich gerne auch noch hier zwischen klatsche. Damit das Problem länger gezogen wird. Ja. Gut, also jetzt sollte wieder genug Eisen kommen, richtig? Es arbeitet nicht mehr durchgehend und es sind schon 5er Pumpen. Bräuchten wir wieder überall 5er Rohre oder wie? Das kostet so schweineviel Stahl, das könnt ihr doch nicht bringen. Tut ihr aber.
Schreinerrohre. Ja, das geht schon mal gar nicht. Haben wir noch irgendwo? Mach mal Viererrohre zuerst. Ach ja. Es war keine schöne Umstellung, als ich Sludge eingeführt habe. Also ja, es macht das Ganze komplexer und interessanter und herausfordernder, aber... Da. Du bist schon Viererrohr gewesen. Da ist noch ein Dreierrohr. Da ist ein Einerrohr, aber das ist Wasser. Wasser ist... Na komm, mach da auch mal einen, was soll's. So. Dreierrohr. Ja, da hinten ist ganz wichtig. Wo die sind auch nicht ganz ausgelastet. Da ist auch eine Einerpumpe. Da, Viererpumpe. Ersetze komische Pumpe durch bessere Pumpe. Was? Okay, so rum ging's. Komisch. Okay, wie schaut's jetzt aus? Am Anfang darf ich dieses Instant Leer nicht zählen. Weil am Anfang ist es natürlich Instant Leer, weil die Rohre leer sind, weil ich da gerade Rohre abgerissen habe. Aber jetzt schaut's gut aus. So, bei dir schaut es auch gut aus. Bei dir auch. Man sieht auch, dass viel mehr Eisen rausgeschmissen wird. Ist alles gut. Bei dir kommt gar nichts an. Achso, du nimmst von den Ecken nichts. Mach bitte ein Feld da vorne noch hin. Das klappt so nur bedingt. Aber es klappt, okay. Ja, also jetzt haut es hier einigermaßen wieder hin. Alle drei sind am Arbeiten, wobei der halt nicht so super ausgelastet ist, aber das ist okay. Schnelles Fließband da noch hin, der Vollständigkeit halber. So, füllst du dich jetzt? Ich starre mal eine Weile auf die Zahl. Wir sind bei 463. Zum Geier bekommen wir das hin. Es müsste doch irgendwann wenigstens weniger werden als 460 oder mehr. Also wir haben ein sehr, sehr stabiles System. Es ist nicht toll, aber es ist sehr stabil. Okay, fehlen hier vielleicht noch Pumpen? Nö, das ist instant draußen. Ich kapiere es nicht. Aber gut, wir haben das Ganze noch mal ein bisschen angeschoben. Und ich hoffe, das regelt sich mit der Zeit. Ich muss bedenken, ich habe das Modulding noch angeschmissen. Das verbraucht gerade auch noch ein bisschen was. Aber ja, nächste Folgen sind wieder dran. Optimieren beim Eisen. Und wirklich, wirklich anfangen mit der Kohlebasis. Das darf ich nicht weiter aufschieben. Also möglichst viele Lasertürme bauen. Also bis gleich.